doch bitte mit, ja. Flieg mit mir heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Leute, wir haben ein 81er plus mal 25 Pack. Ich muss sagen, ein bisschen enttäuscht immer gewesen, Leute, von den Packs. Aber mal gucken, checkt gerne den Shop aus, Leute. Ihr wisst es, wir gönnt euch die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampen und vieles mehr. Ihr unterstützt mich mit dem Kauf. Ihr wisst es, ich würde mich sehr freuen. Danke euch. Und euer Pack-Lack ist um das Doppelte direkt angestiegen. Wenn ihr die nice Sachen anhabt, Russland, Golovin, aber Path to Glory, Festival of Football Cards, Golovin, 90 rated, ist okay, Alter, kann man machen. Aus dem 81er Plus Pack ist das in Ordnung, Leute. Ohne Scheiß, aus dem 81er Plus Pack müssen wir das und werden wir das akzeptieren. Das ist in Ordnung, ohne Scheiß, es geht klar, es geht besser, aber es geht auch, ich habe schon viel, viel schlechter von den Packs gezogen. Deswegen bin ich mir zufrieden, vielleicht noch einer drin, obwohl es gibt, glaube ich, gar keinen Unter... Oh, Digga, wirklich... Es sind immer nur ein bis zwei Walkouts drin, Alter. Golovin, danach kommen schon nur 85er, aber wenigstens fast bis hier noch 83er. Mal schauen, ob vielleicht haben wir noch ein Duplikat. Nee. Ruben Dias. Aber ey, gutes Pack. Alles in Verein. War okay. Ab geht's. Zwei seltene Goldspieler, 85 rated oder höher. Ich bin gespannt, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Mal sehen, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Was drinnen sein wird, ist wird. Come on, Spanien. Können viel sein. ZDM. Oh, Barcelona, Sergio Busquets. Oh mein Gott, der hat 87. Oh, okay, das ist jetzt nicht so saftig. 87er Busquets. Immerhin könnte auch ein 85er drin sein. Von daher, okay. Allerdings ist halt Busquets nicht so high rated. Dementsprechend wird wahrscheinlich der Spieler, der dahinter sein wird, nicht ein zweiter Walkout sein, sondern wahrscheinlich eher ein 85er. Aber gut, man kann nicht alles haben im Leben. Ne? Wir gucken mal, 3 zu 1. Let's go, come on, Brudi, bitte, 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 gönn irgendwas. Jo, Sancho, okay. Geht klar, wenigstens 2 87er. Kann man machen. Zwei Walkouts aus zwei Spielern, 287, geht klar. So, Leute, ab geht's. Einer aus drei La Liga-Spielern. Ich hoffe immer noch auf ein... Rulli, die alte Jogginghose, man wäre 82, Bruder. 80er, 81er und 82er, die, aber egal. Die Packs sind immer heftig, 4 Stück mit 84 oder höher. Ich bin zufrieden, wenn es 87er aufwärts wird. 87er, 88er, 89er ist in Ordnung. Muss man ja mitleben, Alter, ich sag's euch. Bitte, komm, gönn was, gönn was, gönn was, gönn was. Ederson habe ich gar nicht gesehen. WTF, ich habe gar nicht auf Ederson geguckt. Kennt ihr das bei diesen Packs? Man achtet gar nicht auf den ersten Spieler, sondern immer auf die danach. Ey. Ich achte irgendwie nie auf den ersten Spieler. Ederson und Toni Kroos. Ja, alles okay. Vom Rating her ist saftig. Muss man ganz ehrlich sagen. Vom Rating her, Chalkies. Chalkies, ey. Was ist das hier, Alter? Die beiden hier. Digga. Na, wir hätten auch 84er sein können. Von daher, okay. Ich bin zufrieden. Wirklich, Ederson geht klar, Mann. Der hat ein High Rating, hat ein 88er Rating. Toni Kroos auch. Dann Ederson mitnehmen. Oder Kroos. Ederson. Ah, komm, Ederson, Digi. Ederson und Rulli, zwei Torhüter. Einer mit Jogginghose, Digga, aber wohl mittlerweile auch keine Jogginghose mehr. Und wir haben saftige Premium-Goldpacks, Bruder. Was will man denn mehr als ein saftiges, ein richtig saftiges Premium-Goldpack? Ab hier die Post. Danach haben wir noch 82er bis 88er Packs. Was wird das? Gar nichts. Ich hätte gewusst, hätte ich erst die Packs gezogen. Konnte ich gar nicht, wegen dem 84er. Das ist auch richtig dumm. Man kann keine Packs ziehen, wenn man so ein verdammtes Player-Pick-Auswahl-Pack hat. Naja, es ist so nervig, Leute. Ohne Scheiß. Digga, was soll das? Ich kann kein Packs öffnen, wenn du so ein Player-Pick-Auswahl hast. Du musst erst dieses Player-Pick-Auswahl-Dings wegmachen, ey. Absolut unnötig, aber gut. Kann man nichts machen. Saftige Geschichte. Dafür öffne ich doch gerne diese Packs hier, Alter. Sehr, sehr geil. Korrekt, Digga. 75er Score. Brudi, was will noch mehr? Bonus-Pack Gold. Ein Spieler. Danach müssen wir noch zwei, drei, vielleicht auch vier. Vielleicht auch, aber ich dachte schon, Sepe, das wird jetzt besser als alles andere. 2, 3 oder 4, ich weiß es nicht. 82er bis 88er. Was haben? Wer macht das hier? Jumbo. Habe ich mal, ja doch, schon das ein oder andere Mal sehr, sehr geile, saftige Karten drinnen gezogen. What? Da willst du mich verarschen? 76er? Oder?
Da mal ein Hazard drin gezogen, ey. WTF, Digga, was ist das denn? Alter. Bruder, bitte? Ey, das Ding ist, wir machen noch kurz ein paar. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Ja, wir machen noch ein paar von diesen 82er-Packs. Machen wir gleich. Leute, wir starten ins 85er-Pack. Drei Stück aus der La Liga zur Auswahl. Ich hoffe auf den Trotz, Digga. Ich hoffe auf was Blaues, Digga. Ich hoffe auf was Blaues, Alter. Bitte, ey. Leute, schreibt gerne rein, was ihr gezogen habt aus eurem Pack. Kauft den Nice Match, ne? Kauft euch den Nice Match. Ich will es nur hoffen, Leute. Ich will es nur hoffen, Leute. Und lasst ein Like da, abonnieren, Glocke aktivieren, nichts mehr verpassen. Ihr wisst es doch. 3, 2, 1. Let's go, bitte, Tots. Komm, was Blaues? Ja. Gerard Moreno. Ich wusste es schon, Digga. Hey, ich wusste es, ey. Ich wusste es, wo ich schon gesehen habe. Blau. Man sieht ja, die Ränder sind immer schon blau. Ich wusste schon, wo ich gesehen habe, letzte Position wird blau, dass Moreno wird, Digga. Weil immer auf Platz 3 ist immer Moreno. Alter, das wäre aber auch lost gewesen. Koke, David Silva. Ey, wer Moreno? Ich meine, Moreno ist jetzt auch nicht so heftig, ne? Aber immerhin Tots um 90 rated. So, deswegen nehmen wir mit. Fragen, nehmen wir mit, ja. Aber es ist jetzt halt nicht so geil. Aber es ist in Ordnung. Geht klar. Kann man wieder arbeiten. Nehmen wir mit. Gerard Moreno. Packen wir direkt in die nächste SBC, Alter. SBC gerade rausgekommen, frisch gezogen, direkt in die nächste. Leute, Spielerwahlpack. Drei Stück. 85 plus aus der La Liga. Heftigstes Pack überhaupt. Überhaupt, Digga. Überhaupt. Ich kann mal ganz kurz hier, bevor wir das Pack öffnen, zack, die Kollegen hier in den Verein packen. Ich hoffe nicht, dass es unser Pack-Luck beeinflusst. Okay, 3, 2, 1, let's go. Bitte, Tots. Come on, Tots. Oh! Nice, Digga. Man hat schon gesehen vorher, ihr wisst es, die Ränder schimmern immer so ein bisschen blau. Daran habe ich schon gesehen, es wird ein Tots. Hab natürlich nicht mit De Jong gerechnet. Let's go, Digga. Frankie. Frankie de Jong. Warum der 4 Sterne Skills hat, ohne Scheiß, weiß ich bis heute nicht. Kein schlechter Techniker, aber 4 Sterne Skills meiner Meinung nach 3. Aber gut. 94er de Jong. Sehr, sehr saftig, Alter. Sehr, 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 sehr saftig. Piqué und Sergio Busquets. Gar nicht saftig, Digga. Gar nicht saftig. Ganz und gar nicht saftig. Aber ist ja auch egal, denn De Jong ist am... Stell mal vor, wenn ich De Jong gewesen, dann wäre das absolute Skandalpick gewesen, Alter. Sehr, sehr nice, Alter. Kann man machen. 94er De Jong. Oh, krank die Karte, Alter. Absolut kranke Karte, Alter. Sehr, sehr geil, Alter. Direkt in den Verein.